So, meine Lieben, vorletzter Tag, Klappe auf, die Talkreihe des BFFS hier im Filmfest Hamburg, im Filmzelt beim Filmfest Hamburg. Herzlich willkommen wieder einmal und wir machen ja hier jeden Abend die Reihe, dass BFFS-Mitglieder, Regisseure, die ihre Filme beim Filmfest vorstellen, hier interviewen. Und heute Abend ist bei uns zu Gast die Regisseurin Monika Treut. Herzlich willkommen. Die ihren Film von Mädchen und Pferden hier vorstellen wird. Und interviewt wird sie von der Schauspielerin und BFFS-Mitglied Christiane Filler. Auch du, herzlich willkommen. Viel Spaß dabei. Danke. Ja, hallo, hört man mich? Okay. Mein Name ist Christiane Filler. Ich mache das jetzt schon zum dritten Mal hier. Ich freue mich sehr, dass Monika heute zu Gast ist. Ich würde gerne mit einem Zitat beginnen, das ich dann doch heute noch gefunden habe. Und zu dem kannst du dann was sagen. Und zwar wurde vor etwa 20 Jahren geschrieben über Monika Treut. Monika Treut mag Hyänen. Man muss dazu wissen, ihre Produktionsfirma heißt Hyäna Film. Monika Treut mag Hyänen. Man kann das eine Wahlverwandtschaft nennen. In der Gemeinschaft der Hyänen ist das weibliche Tier dominant. Und vor allem sind es Tiere, die, um zu überleben, sich auch schon mal von Abfällen ernähren. Andererseits sind Hyänen mutig genug, mit größeren Tieren furchtlos um ihren Anteil zu kämpfen. So ist das Leben der unabhängigen Filmemacher. Trotzdem sind der Treut keine Reißzähne gewachsen, obwohl sie bei einigen einen gefürchteten Ruf hat. Sie ist aber keine bösartige Bestie, sondern vielmehr eine Überlebenskünstlerin. Das fand ich sehr, sehr schön. Warum gefürchtet? Naja, gefürchtet ist vielleicht jetzt mittlerweile schon lange übertrieben. Ich habe ja früher mal Filme gemacht wie Verführung, die grausame Frau mit Mechthild Grossmann und Udo Kier zum Beispiel. Da geht es um eine Domina, das basiert auf dem Roman Venus im Pelz von Sacher Masoch. Den Film haben wir damals zusammen, die Elfie Mikesch und ich, gemacht. Und da hatten wir den Ruf, so bösartige, aggressive Filmlesben zu sein. Und wir hatten nicht so ganz viel Freunde in der deutschen Filmwelt, als die ersten Filme rauskamen. Das ist aber nun auch schon 30 Jahre her und mittlerweile bin ja nun ich auch älter geworden und habe jetzt einen friedlichen Film gemacht, Mädchen von Mädchen und Pferden, der oben an der dänischen Grenze gedreht wurde, auf einem wunderschönen Bauernhof. Also das ist schon was ganz anderes, ne? Also ich habe dazwischen auch ein paar andere Filme gemacht, auch Dokumentarfilme, und immer wieder auch gerne ein anderes neues Thema benutzt. Genau, das wäre dann die nächste Frage, die ich hätte. Wo kommst du originär her? Ich habe gelesen, dass du erstmal Germanistik und Politikwissenschaften und so weiter und so fort studiert hast. Wie kamst du zum Film und mit was hast du begonnen und mit was für einer Idee hast du begonnen und wohin hast du dich entwickelt? Ist das, wenn du jetzt da drauf blickst, beschreib diesen Weg einfach mal. Also ich komme eher aus der Do-it-yourself-Bewegung. Es gibt ja also den normalen Weg, Filmhochschule, und dann geht man in die Regie rein. Es gibt aber auch den anderen Weg, den auch recht viele Filmemacher beschritten haben, dass wir als Seiteneinsteiger arbeiten mit Film. Ich habe schon als Studentin zum Beispiel Kinoarbeit gemacht. Wir hatten ein eigenes Kino in der Studentenstadt Marburg. Habe sehr, sehr viele Filme gesehen damals und das war quasi so die Filmausbildung. Und dann sind wir auch jedes Jahr zur Berlinale gefahren und dann hat man da kampiert. Mit Schlafsack sind wir morgens in die Akademie der Künste um 11 Uhr gegangen und kamen nachts um 2 wieder raus. Also das war eigentlich so unsere Filmhochschule, Filme anschauen. Und dann habe ich zum Beispiel gearbeitet mit dem Theater- und Filmregisseur Werner Schröter, habe gelernt, mit Schauspielern zu arbeiten am Theater, also richtig am Schauspielhaus Düsseldorf hospitiert und mitgearbeitet und dann halt auch mit Kollegen, also bei Kollegen reingeschaut, und so hat sich das langsam entwickelt. Und damals fing ja auch so die Videobewegung an, so hat man Kurse gemacht und hat sich Schneiden beigebracht. Also eigentlich ähnlich wie heute, wo man mit einer kleinen, preiswerten Kamera im Grunde
die ersten Filmversuche unternehmen kann. Sehr demokratisch. Und hat sich denn deine Art und Weise zu arbeiten, außer dass sich die Technik weiterentwickelt hat und du natürlich auch älter geworden bist, geändert? Oder ist diese Spontanität und ich will jetzt was machen und dann setze ich das sofort um und suche mir die Leute dazu, ist das geblieben oder hat sich das verändert? Na, da bin ich mir eigentlich sehr treu geblieben. Ich habe von Anfang an mit kleinen Budgets gearbeitet und dadurch auch eine größere Flexibilität erreichen können. Und der Film, den wir jetzt gerade fertiggestellt haben, ist das beste Beispiel dafür, weil ich hatte ein winziges Team. Wir haben nur 4 Leute im Team gehabt und das waren alles auch Filmemacher. Also wir arbeiten gerne als Freunde zusammen. Die Kamerafrau, die Birgit Möller, ist selber Regisseurin, hat einen wunderschönen Film gemacht. Valerie heißt der, vor ein paar Jahren. Und jetzt arbeitet sie zwischen den Filmen als Kamerafrau. Und das ist natürlich herrlich, wenn man auf so eine Gemeinschaft von Freundinnen und Freunden zurückgreifen kann. Genau, der Tonmann ist auch Filmregisseur und ist aber ebenfalls auch Tonmann. Und die Aufnahmeleitung, Produktionsleitung, die Sabine Steyer, die ist eben auch Filmemacherin. Und hat gerade Butter bei die Stoffe gewonnen, genau. Vor 3-4 Tagen. Ja, genau. Und wenn du jetzt eine Berufsbezeichnung irgendwo angeben musst beim Amt, was schreibst du da rein? Regisseurin, Autorenfilmerin, Filmemacherin, als was verstehst du dich? Es kommt eigentlich immer darauf an, was man will. Also wenn ich nach Amerika einreise und da ein Arbeitsvisum habe, dann schreibe ich irgendwie Produzentin, weil sie dann nicht so ganz so misstrauisch sind, was ich da anfange. Und je nachdem, also wenn es um die Steuer geht oder wenn ich mit der HASPA verhandeln muss, also je nachdem zieht man sich dann einen anderen Hut auf. Ne? Aber eigentlich bin ich immer noch diese alte Personalunion Autorin, Regisseurin und Produzentin. Es gibt eigentlich leider immer weniger von unserer Sorte. In Hamburg haben wir noch den Peter Sempel und noch ein paar andere Verrückte. Von dem läuft, glaube ich, auch ein Film. Ja, ne? Peter Sempel hat auch einen neuen Film hier. Also es gibt noch ein paar einzelne Verrückte, die das noch betreiben. Und ich würde es auch nicht unbedingt jetzt den jungen Filmemachern empfehlen, weil es ist schon irgendwie doch sehr arbeitsaufwendig, vor allen Dingen das Produzieren. Und das ist auch nicht so lustig. Und darauf wollte ich eben auch hinaus, es war nicht so ganz ersichtlich aus der Vita, die ich gelesen habe und ich habe es auch gestern vergessen, dich zu fragen. Unterrichtest du an Universitäten, habe ich das richtig verstanden, dass du auch dozierst? Ja. Und genau, was gibst du dann deinen Schützlingen mit auf den Weg? Ich unterrichte eigentlich nur in den USA. Einmal, weil es da ein offeneres System gibt. Die haben gerne Filmemacher zu Gast. Die Semester sind auch kürzer, das sind so 2 Monate. Und die Ami-Studenten sind ja, auch wenn sie Film studieren, doch sehr geprägt von ihrer eigenen Kultur, Mainstream-Film. Die kennen sehr, sehr wenig Film aus, also internationalen Film. Und ich quäle sie dann gerne. Also ich habe zum Beispiel einmal ein Seminar nur über Filme von Rainer Werner Fassbinder gemacht, der den meisten vollkommen unbekannt war. Ich meine, die sind ja dann sehr jung, 17, 18 und Fassbinder ist mittlerweile in den USA auch kein Name mehr. Ist also filmhistorisch gesehen nur noch interessant. Und dann ist das total spannend, wenn ich dann sehe, dass so Studenten, die also dann nur Quentin Tarantino und Actionfilme und große Sachen im Kopf haben, wenn die dann plötzlich total neue Ideen kriegen, nachts Albträume haben und wenn die sich richtig verändern über die Seminare, das macht total Spaß. Und hier in Deutschland unterrichtest du nicht? Es wird super schlecht bezahlt, ich möchte ja nicht nur an der Uni sein, ich bin kein Institutionenmensch mehr, das würde ich irgendwie nicht mehr hinkriegen. Und hier wird das sauschlecht bezahlt. Ich glaube, man kriegt so 1.000 Euro im Semester, wenn man da so als Lehrkraft von außen hingeht. Ne? Und die Amis zahlen recht gut und dann gibt es immer noch so Grants dazu. Max Kade, so ein alter deutscher Bierbrauer zum Beispiel, der verteilt immer so sehr nette Stipendien dann für deutsche oder ausländische Filmemacher. Und da kann man dann schon mal ganz gut auch was verdienen. Das mache ich gerne in den Durststrecken zwischen den Filmen. Genau, das wollte ich aufnehmen, nochmal von dem Zitat, sondern vielmehr eine Überlebenskünstlerin. Also tatsächlich Überlebenskünstlerin. Kannst du von deiner Arbeit als Filmemacherin
ausschließlich leben oder machst du dann auch noch bei anderen Filmprojekten als Gast, genauso wie du Filmemacher bei dir engagierst, mit und wie oft unterrichtest du dann in den USA? Also wie sieht das aus? Ja, toi, 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 hier ist kein Holz. Also ja. Bisher, da ist noch Holz. Bisher hat es funktioniert. Ne? Super. Also, ja, jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter und muss jetzt auch nicht mehr 1000 Jahre arbeiten. Also wenn ich jetzt ganz jung anfangen würde, wäre das schon alles ein bisschen unheimlich. Aber so geht es auch, weil ich zum Teil eben auch die Rechte besitze von den alten Filmen. Das sind zum Teil Klassiker geworden, international. Die sind in Amerika ganz gut noch immer im Umlauf. Ja, es gibt auch von dir, habe ich auch gelesen, viele Retrospektiven. Also es ist schon so, dass Monika Treut, glaube ich, sogar, du bist im Ausland bekannter als hier, habe ich das richtig verstanden? Also das fand ich auch ganz irre eigentlich. Also die Wertschätzung der Arbeit im Ausland in den USA viel größer, dass die im Gesamt dein Werk gezeigt wird. Ja, im Prinzip schon. Ich habe auch einen sehr netten, zuverlässigen Verleih in New York. Die sind ganz brav, die rechnen ab. Und in Amerika ist es auch ein bisschen besser organisiert, zum Beispiel mit, also Netflix ist ja jetzt auch in Europa mittlerweile angekommen, jetzt Mainstream geworden, aber das ging jahrelang sehr gut, dass die wirklich abrechnen, dass immer wieder auf Kabelstationen werden meine alten Filme gezeigt und da kommt eigentlich immer über Lizenzgebühren auch was rüber. Ne? Also die Amis zahlen im Grunde meine Miete, wenn man so will. Ne? Und Finanzierung, Budget, Verhältnis zur Filmförderung. Jetzt der Film ist ja auch Film, also durch die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein gefördert worden. Wirst du da stets gefördert oder ist das schwierig? Oder? Es ist eigentlich immer wieder neu. Ne? Also man muss schon, die sind, also ich meine, es wird immer mehr eingereicht. Es wachsen ja immer wieder viele neue junge Leute nach und man muss eigentlich ein relativ gutes Treatment, Drehbuch, was auch immer, man muss gutes Material vorlegen. Und dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache, habe ich das auch gelernt, ne? Also wie man was gut präsentiert erstmal. Und bisher habe ich Glück gehabt, auch nochmal toi, toi, toi. Also es ist, glaube ich, fast jeder, nicht alle, aber es ist doch das meiste ist dann positiv durchgekommen bei der Filmförderung. Also herzlichen Dank nochmal. Ich glaube, hier sitzt noch Reinhard Hinrichs, der lange gearbeitet hat in der Filmförderung, der bin ich sehr verbunden, weil das ist auch eine ganz spezielle Filmförderung hier, die eben nicht nur mit Fernsehbeteiligung arbeitet. Was auch sehr wichtig ist für unabhängige Filmemacher, dass man nicht gleich einen Sender mit ins Boot bringen muss. Und du hast ja mehr Dokumentarfilme gemacht als Spielfilme, ist das richtig? Oder 50-50, überlegst du dir vor, ich möchte jetzt Doku oder ich möchte Spielfilm machen oder ist da erst die Idee und dann entwickelt sich daraus, wird es ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm und was machst du lieber? Ich mache eigentlich beides sehr gerne. Ich finde auch, dass sich Dokumentarfilm und Spielfilm gegenseitig befruchten, weil es ist ja zum Beispiel im Dokumentarfilm auch gut, wenn man quasi eine narrative Struktur hat, also wenn das wirklich auch so gebaut ist, dass der Dokumentarfilm selber eine Spannung also hat in sich als Struktur und der Spielfilm, also das dokumentarische Arbeiten hilft mir für den Spielfilm, indem ich dadurch offener sein kann. Ne? Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben in unserem neuen Spielfilm von Mädchen und Pferden ist, dass ich sehr viel aufgenommen habe von dem, was wir am Drehort vorgefunden haben. Also, dass man dann als Regisseur sehr, ne, also sehr flexibel wird und aus der Not eine Tugend macht und quasi auch schaut, was können wir einbeziehen von dem, was ohnehin schon da ist. Und das ist aber jetzt ein reiner Kinofilm? Oder ist der auch mit Fernsehbeteiligung? Nee, der ist ohne Fernsehbeteiligung entstanden, aber ich habe gerade gestern einen Anruf bekommen. Es gibt irgendwie einen sehr schönen Artikel in einer sehr speziellen Filmzeitung und das hat zufällig eine Fernsehredakteurin gelesen, die jetzt sehr interessiert ist, den Film zu kaufen. Das wäre ja nicht schlecht. Wäre noch nicht schlecht, genau. Und produzierst du, also weißt du schon im Vorfeld, okay, das ist eher ein Kinofilm oder das ist ein TV-Format, da tue ich mich mit dem Sender zusammen oder gibt es auch Filme, die nur Festival ausgewertet worden sind? Also man muss dazu sagen, von Mädchen und Pferden hatte in Turin Premiere und war jetzt, glaube ich, schon auf
auf zwei, ich hätte viel weniger gesagt, und er geht weiter auf Tour, also es ist ein, offensichtlich auch ein Festivalfilm. Ist eigentlich so in der Vorphase. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade einen Dokumentarfilm zusammen mit dem ZDF in Rio de Janeiro. Habe den ersten Teil gedreht, aber es wird auch so ein Amphibienprojekt, weil es ist möglich, dass es ins Kino geht. Ich weiß, es wird eine Fernsehauswertung bekommen, aber es gibt eben auch die Chance, da vorher eine kleine Kinoauswertung zu machen. Okay, also wenn du dann jetzt so einen Film wie von Mädchen und Pferden ausgedacht hast und gesagt, okay, da und da soll die Reise hingehen. Wie suchst du dir dein Team zusammen, nebst dem Cast jetzt? In dem Fall hast du ja mit Schauspielern gearbeitet, es ist kein Dokumentarfilm. Oder du hast gestern hast du gesagt, das ist ein dokumentarischer Spielfilm, fand ich auch artig. Also wie suchst du dir dein Team zusammen? Hast du schon im Vorgespräch abgeklopft, wer hat Lust auf dieses Projekt oder weißt du das? In dem Fall ging das total schnell. Ich meine, das großartige Team besteht aus drei anderen Menschen als mir. Und als die Idee aufkam, sagte meine Freundin Sabine, da mache ich mit. Dann habe ich die Kameraperson gesucht. Ich wollte ganz gerne eine Kamerafrau haben. Und ich wollte eine Kamerafrau haben, die Tiere liebt und möglichst auch reiten kann, weil wir haben ja sehr viel mit Pferden gedreht und da kam sehr schnell die Birgit Möller ins Spiel, weil ich wusste von ihr, ich kannte sie, war mit ihr schon befreundet und ich wusste, dass sie anfing zu reiten und total auf Pferde abgefahren ist und das war eine super Voraussetzung und ich kannte auch ihre Arbeit als Kamerafrau, fand die ganz toll und dann ging das sehr schnell. Sie hatte Zeit, Sabine hatte Zeit und dann haben die beiden mir einen Tonmann gebracht, den ich noch nicht kannte, mit dem sie vorher auch schon gearbeitet hatten und eben auch ein Filmemacher ist. Und wir haben zu dritt, also zu viert, das Ding gestemmt. Und wie hast du dann deine Schauspieler gefunden? Zwei, also die Vanida Karun, die ist eine Hamburger Schauspielerin, die kannte ich schon. Die ist auch BFFS-Mitglied und auch auf dem Plakat, was du gleich bekommen wirst. Okay. Die Vanida, mit der war ich befreundet schon und von ihr wusste ich, dass sie sehr gut reiten kann. Voraussetzung für die Rolle der Nina, der Reitlehrerin und Pferdeflüsterin. Und die Vanida hat zum Beispiel bei den Karl-May-Festspielen mehrfach war sie dabei und hat einmal Chochi, die Schwester Winnetous, gespielt und war dann irgendwie zwei Monate nur im Sattel und ist natürlich perfekt, ne, im Sattel und die hatte auch große Lust mitzuspielen. Und die beiden jungen Schauspielerinnen, die habe ich, weil wir uns keine Casterin leisten konnten bei dem Budget, die habe ich dann in nächtelangem Recherchieren im Internet gefunden, weil mittlerweile sind ja die ganzen Agenturen, haben ja die Schauspieler-Reels, die Videos der Schauspieler im Internet, findet man und dann gibt man natürlich ein Age-Range von, was weiß ich, 16 bis 20 und dann habe ich irgendwie nächtelang Schauspieler-Videos geguckt. Und das kam dann also sehr schnell, hatte ich eine kleine Auswahl und dann hatten wir, ich glaube, 6, 7 Schauspielerinnen und haben die eingeladen zum Vorsprechen in Berlin, dann beim Verleiher, beim Co-Produzenten und dann wusste ich sofort, als die Sissy Shu reinkam, ich hatte auch schon vorher Filme von ihr gesehen, das ist es. Ne? Okay, und bevor wir weiter über den Film quatschen, gucken wir uns jetzt mal bitte das SAE-Team Film ab, einen kleinen Ausschnitt an. Alex, ich muss mal mit dir reden. Mach mal den Joint aus. Wenn die Hansens das mitkriegen, bist du geliefert.
Du hast Tabletten aus meinem Zimmer genommen und sie gegen Gras getauscht, richtig? Gib's wenigstens zu. Ich hatte kein Taschengeld mehr und ich musste mir Gras kaufen. Okay, pass auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das hier deine letzte Chance. Du machst das gut mit den Pferden. Ich habe keinen Bock, das den Hunden zu erzählen. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du die Scheiße lässt. Was ist? Gefällt's dir hier nicht? Doch. Wenn du so weitermachst, dann fliegst du raus. Das war's. Guck mich mal an. Das waren Sissy Schu und Vanida Karun. Wie gesagt, Vanida ist auch Mitglied im BFFS. Ich finde das eine ganz tolle Szene. Ich finde auch, dass die beiden das super schön spielen. Magst du kurz was zum Inhalt des Films erzählen, ohne zu viel zu verraten, um den Leuten Geschmack zu machen, gleich um 21 Uhr ins Metropolis-Kino zu gehen? Ja, die Geschichte ist eigentlich sehr simpel. Es geht um eine komplizierte, aus der Rolle gefallene junge Frau, 16-jährig, das, die man eben sah, die gespielt wird von Sissy Schu, einem jungen Talent aus Berlin. Und die ist auf einem Pferdehof, um ein Praktikum zu machen, wird dahin geschickt, um quasi wieder eine Balance zu finden. Und da trifft sie eben auf diese Reitlehrerin, die gespielt von Vanida. Nina heißt die im Film und Nina hat so ihre eigene Geschichte, will ich jetzt nicht verraten. Und da gibt es dann so eine kleine Spannung zwischen diesen beiden Frauen und die noch ein bisschen durch eine Dreiecksgeschichte noch kompliziert wird, weil eine dritte Frau dazukommt, ein Upper-Class-Mädchen mit eigenem Pferd, was auch dann Ferien verbringt auf diesem Hof. Und zwischen diesen drei Frauen entwickelt sich dann eine kleine Geschichte. Okay, ich habe jetzt eine Frage noch an dich. Und zwar, es ist ein Mädchenfilm, es ist ein Pferdefilm. Bevor wir jetzt noch weitersprechen, hast du Bibi und Tina gesehen von Detlef Buck? Der ist mir nämlich sofort dabei eingefallen und ich habe ihn gesehen und fand ihn ganz toll. Ja. Nee, den habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe immer die DVD da. Ich bin ein bisschen im Verzug. Ich habe noch so einen Stapel da liegen. Ich habe auch damals, ich weiß nur, dass ich als Kind habe ich gesehen, wie hieß das? Wie hieß denn das? Imhof. Das habe ich gesehen als Kind im Fernsehen. Das hat mir gut gefallen. Das fand ich toll. Aber unser Film ist kein Ponyhof-Film. Nein, aber das Schöne ist, also ich habe natürlich die Assoziation gehabt bei dem Titel von Mädchen und Pferden. Denkt man erst so, Mädchen und Pferden, Monika Treut, irgendwie, das passt nicht so ganz zusammen. Ich war ja auch so ein Pferdemädchen, ne? Also zurück, back to the roots sozusagen. Also ich hatte einfach Lust, was zu machen, was in meiner Jugendzeit total wichtig war, wo ich mit meinen Freundinnen nach der Schule, wir haben da unsere Schultaschen hingeschmissen und zack, sind wir zum Stall gefahren, haben ausgemistet, die Viecher von der Weide geholt und waren total pferdeverrückt. Da gibt es ja jede Menge Mädchen, das ist ja auch interessant, das sind ja, glaube ich, zu 95% Mädchen, die reiten. Wahrscheinlich, weil Pferde was verkörpern, die Stärke und also quasi eine Angstüberwindung, die auch dann zu einem Selbstbewusstsein führt. Ne? Wenn man so ein großes, starkes Tier, was einen im Grunde mit einem Kopfschlag könnte, ne, können sie dir den Kiefer zertrümmern, dass so ein starkes, großes Tier eigentlich so gefügig ist und so sanft ist und eigentlich alles mitmacht, was die Mädels so wollen. Ne? Wir sind leider schon fast am Ende, aber du bist auch eine Frau, also du hast Frauenthemen in deinen Filmen sehr viel, du hast sehr viele politische Themen, fast tagesaktuell, ich glaube die Meldung ging vor 2 oder 3 Tagen durch die Presse, bist du auch engagiert bei der neuen Initiative Pro Quote Regie. Absolut.
Absolut. Und da das so aktuell ist und das zu dir passt, vielleicht magst du dazu was den Leuten sagen. Viele kennen das wahrscheinlich noch nicht. Ja, also es sieht ja fast so aus, als wenn der Filmbereich, die Filmbranche einer der letzten Boys Clubs überhaupt ist. Also wenn man jetzt mal schaut, in Deutschland beispielsweise gibt es verheerende Zahlen. Es gibt die Spitzenförderung im deutschen Film, das ist der Deutsche Filmfernsehfonds. Der gibt am Ende immer noch Prozente drauf, der gibt im Jahr circa 60 Millionen Euro an Filmprojekte. Und davon waren 2013, gingen 54 Millionen an männliche, also an Regisseure, und 6 Millionen, also knapp 10% an Regisseurinnen. Und das ist sehr typisch. Also wir haben mittlerweile, ist es fast 50-50 auf den Filmhochschulen. Es sind also sehr viele Frauen, die Film studieren. Aber dann schaut man, dass die Verteilung, also die Produktionsmittel extrem gering sind für Frauen im Verhältnis. Also das sind so, liegt so zwischen 7% und 15% im Jahr, was Regisseurinnen an Budgets bekommen aus den Filmförderungen. Das ist schon skandalös. Passt auch ein bisschen zum BFFS. Es gibt eine neue Arbeitsgruppe beim BFFS auch, unserem Verband, und zwar einmal Gender and Diversity gibt es eine Arbeitsgruppe, und die andere Arbeitsgruppe heißt Unequal Pay, weil es immer noch so ist, dass Frauen auch im Filmbereich, auch unter den Schauspielern und Schauspielerinnen, wesentlich weniger verdienen als die Männer. Also vielleicht kann man da auch mal irgendwie gemeinsam was initiieren. Also ihr könnt auch als Schauspielerinnen eintreten und auch als Schauspieler. Das ist jetzt ein neuer Verband, der heißt Pro Quote Regie, und das ist initiiert worden von jüngeren Filmemacherinnen aus Berlin. Da sind mittlerweile jetzt schon über 200 Mitglieder, und es dürfen Männer auch mitmachen. Und es sind Männer wie Volker Schlöndorff ist dort auch mit dabei, und Schauspielerinnen und Schauspieler sind ebenfalls dabei. Also du kannst gerne beitreten. Ne? Oh Gott, ich bin schon so viel Verbänden. Okay. Aber es ist wichtig. Ha? Genau. Jetzt habe ich den Fall, ich wollte noch eine Sache sagen, eine Sekunde. Ach so, genau, denn die Zahlen vom Filmfest, und ich glaube aber nicht, dass das die Absicht ist von Albert Widerspiel, zeigen nämlich auch, 143 Filme werden hier gezeigt aus 49 Ländern, und davon sind 32 Filme von Frauen und 111 Filme von Männern. Das heißt also, dass auch immer die männliche Sicht eher gezeigt wird als die weibliche, auch bei Themen von Frauen. Also so, um das nochmal auch aufs Filmfest zu beziehen. Hast du nachgerechnet? Nein, ich habe eine Liste bekommen als Moderatorin, weil ich gleich den Film auch von Monika im Metropolis um 21 Uhr moderieren werde, habe ich da nochmal geguckt und habe gedacht, ach, das sind ja auch die Zahlen, über die wir gestern sprachen. Wir sind leider am Ende. Der Film läuft heute Abend. 21 Uhr, Metropolis-Kino. Haben wir noch nicht gesagt, ne? Ja, und nochmal am Samstag um 17 Uhr im Studio-Kino. Ja. Und heute sind alle Schauspielerinnen da, und das Team und auch die Bauern aus Rodenäs von der dänischen Grenze sind extra angereist. Mit ihrem flotten BMW über die A7 gesaust, und wir freuen uns total auf die Bauern. Nur die Pferde sind leider nicht mitgekommen. Okay, wir haben hier Hamburg, meine Perlen. Das ist eine Plakataktion des BFFS, jetzt schon zum zweiten Mal, zweite Auflage. Vanida ist auch da drauf, so in der Mitte rechts. Das kannst du dir ins Büro hängen, in dein Atelier. Ihnen sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gehen Sie in den Film, gucken Sie sich viele andere Filme an, kontakten Sie miteinander, und vielleicht bis morgen. Und morgen und übermorgen ist noch, ne? Nur morgen, dann sagst du Andrea Gerhardt. Also Sebastian sagt, ich soll sagen, Lars Becker wird morgen interviewt von der Andrea Gerhardt, auch unserem Teammitglied BFFS Hamburg. Ja, einen schönen Abend Ihnen noch. Dankeschön. Danke dir. Danke, Christiane.